Jo, sind wieder bei Fire Emblem The Sacred Stones. Beim letzten Mal sind wir hier in der Mission im Grado immer noch gewesen und machen auch weiterhin hier weiter. Das war eine komische Anleitung, ich weiß. So, nimm dir mal. Stell sie mal auch noch als weiteren Lockvogel. Wobei, so weit kommt der Typ gar nicht, ne? Ne, so weit kommt er gar nicht. Egal, ich stell sie einfach mal dahin. So, dann stelle ich Ross hier hin. Weil Ross hat den Schlüssel, ne? Ich würde gerne die Tür eigentlich schon aufmachen. Dann machen wir es mal so. Ross, tausch mal die beiden Sachen schön aus und stell dich da mit deiner Eisenaxt mal hin. Wenn ich das jetzt aufmache, kann sie reinlaufen und ihn umhauen. Die Magier kommen nicht so weit. Ja, würde so weit kommen, aber du bist nur ein schnittiger Schnitter. Na dann. Ist eine KP. Die würde ich sie gerne heilen. Du hast 5 Verteidigung und 17 Geschwindigkeit. Das heißt, er kann dich nicht zweimal treffen. 7 Schaden. Ja. Kann ich mit leben, dann ist wenigstens Amelia wieder voll, wenn sie oben raufläuft und den einen Magier da umhaut. So, Tür auf. So, und jetzt ist die Frage, ich habe gesagt 6 Felder, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich sollte noch nicht in Gefahr sein, wenn ich nur den hier umhaue. Ach, da kann sich sogar wehren. Gehen wir mal nur mal sicher und geben wir mal die Meisterlanze. Da, trifft sogar. Oh. Ach, das war eine entwickelte Einheit. Deswegen so viel. Ja, noch ein bisschen Verteidigung dazu. Immerhin. Das kriegt mal Verteidigung. So, wer fehlt jetzt noch? Die beiden. Ja gut, ich denke mal, die beiden bleiben auch weiterhin so. Ja, das war abzusehen. 7 Schaden, aber sie weicht aus. Auch eine relativ fixe. Okay. Schön ausgewichen. Na komm, ein Crit vielleicht sogar noch. Ah, schade. Hätte ja sein können. Bei dem dann? Haben die, ne, Amelia hat eine etwas blassere Farbe. Ah, da kam ein Crit. Die Lanze bekommt natürlich viel mehr Kraft, wenn man sie einmal wie einen Stift in der Hand schwingt. Ah, sehr gut. Die laufen sogar jetzt alle rechts rüber, weil die Tür da unten offen ist. Ob ich das aber so gut finde, dass da jetzt alle auf mich zukommen, ist wieder eine andere Sache. Okay. Ach, du willst sie schon wieder einschläfern? Meine Güte, lass sie doch wach. Danke. Das wäre jetzt nochmal ein bisschen blöd, wenn du nochmal wieder getroffen hättest, weil Larachel muss jetzt hochlaufen. Oh Gott, kommen da eine Menge Leute. Kommt Larachel überhaupt so weit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn der hier nicht mehr steht, dann ja. Hat doch 6, ja, genau. Und dann kann Renak wiederum auch hier mitkämpfen. Okay, wie machen wir das jetzt am klügsten? Du könntest 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 5, hierhin. Den da ausschalten. Ich bin zu einer Reichweite von dem Berserker-Typen, aber ich hab sie in der Nähe. Uiuiui. Ah. Du könntest den Typen hier mal. Ah, den Lanzenmeister, ne, dann könntest du ihn nicht wegmachen. Oh, ein bisschen angeschlagen. Ha, es ist die Frage, wie mache ich das am klügsten? Wer macht die Tür jetzt erstmal auf? Es können sowieso nur die beiden die Tür aufmachen, weil wenn ich ihr jetzt den Schlüssel gebe. Das ist jetzt 6, 7 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, sie könnte bis zu den Magiern vordringen. Und sie da um ein Feld blockieren. Wiederum, wenn ich Renak habe, habe ich noch einen weiteren Kämpfer hier bei mir. Ach, Marissa, du bist gerade angeschlagen.
öffne uns mal die Tür. So, Ephraim, du läufst vor. Haust den Typen hier mal eben weg. Ja. Dann holst du wahrscheinlich sogar dein Level 20 dadurch. Ja. Und damit ist Ephraim auf maximalem Level erstmal. Ja, nochmal ein bisschen Stärke dazu. Wieso nicht? Damit Stärke sogar auf Maximum. Ja, er hat Stärke und Geschwindigkeit auf Maximum. Nicht schlecht. So. Du. Hier sind nur Magier. Was haben die alles? Elfenlicht, Elfenlicht. Elfenlicht und Elfenlicht. Wie viel Schaden macht das rein theoretisch? 6. 4 mal 6. Das überlebt sie. Okay. Das heißt, sie kann die da abfangen. Kannst du? Du kannst den auch davon abfangen. Sogar perfekt. Wie viel Resistenz hast du? 9. Okay. Machen wir das dann so? Weil du kriegst den auch weg. Ja. Du hast 13. Also ich glaube, ich schicke sogar lieber dich nach vorne. Ich möchte nämlich ungern die etwas Resistenzschwächeren dahin schicken. Okay. So, und sie hat nun freie Bahn zu ihm. Reden. Da. Aha! Ian, bist du also geraten, Renak? Prinzessin La Rochelle? Komm mit! Wartet, schön langsam. Wohin wollt ihr gehen? Seht, es tut mir sehr leid, aber ich wurde vom Imperium von Garde angeheuert und... Hallo, ich rede mit euch. Renak, was ist denn hier los? Ich verspreche dir, deiner Geschichte später zu lauschen. Aber jetzt müssen wir endlich los. Nein, ich bin kein Diener wie dieser Spinner Dozzler. Ich bin ein Söldner. Ich habe euch nach René eskortiert. Dafür wurde ich angeheuert, nicht wahr? Ihr habt kein Recht, mich über das Angesicht dieser Welt zu schleppen. Schon gar nicht ohne Bezahlung. Ach, hier geht es dir um den Sold. Ich denke, du wurdest ausreichend entschädigt. Ausreichend? Wisst ihr überhaupt, was dieses Wort bedeutet? Seid ihr Prinzessin von Rausten? Ich dachte, für euch zu arbeiten würde sich reich bezahlt machen. Aber die Bänder eures Geldbeutels bleiben straff verknotet. Und einen gewaltsamen Tod werde ich wohl mehr als einmal. Die Freude, die aus guten Taten erwächst, ist nichts, das man für Geld kaufen kann. So, besser gehen wir. Nein, ich sag, ich will nicht. Mit Streiten ist wie... Und fort ist sie. Och, bei den Steinen, warum habe ich diesen Auftrag jemals angenommen? Wir müssen uns beeilen, Renak! Schon gut, ich komme ja. Und damit haben wir auch Renak bei uns. So, mal zum Vergleich. 10, 16, 17, 5, 9, 11. 10, 16, 17, 5, 9, 11. Kolm ist ein bisschen schneller, aber ansonsten ist Renak besser. Dann wiederum, Kolm könnte sich noch entwickeln und... wahrscheinlich dann auch besser als Renak werden. So. Dann schicken wir, wie gesagt, dich erstmal dahin. Um so ein bisschen den Weg zu blockieren. Am besten, es verfehlt der ein oder andere. Oder auch nicht. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Schaden oder wie viel Angriff der hatte. 17 und du hattest 10. Okay, das heißt, der könnte mir 7 machen. 7, 7 und 6 macht 20. Sie hat 22. Das sollte sie überleben. Wie viel Schaden würde ich von dir nehmen? 11. Aber ich würde dich nicht töten. Das heißt, ich stelle dich dahin. Moment, habe ich vielleicht was Schönes in der Versorgung? Gib mal den Speer weg. Einen Lanzenmeister. Rüste dich mal mit dem Lanzenmeister aus. Dann treffen die wahrscheinlich nicht. So. Okay. Ich glaube, wir haben die linke Seite gut gelöst. Die rechte Seite nun. Du hast den Schnitter, ne? Wie hoch ist deine Crit-Chance? 27. Aber nur 3 Schaden. Wenn es weiter nichts ist. Du räumst erstmal den da weg. Der mir gerade noch am meisten Sorgen macht.
Und hast damit auch Level 19? Jo. Boah, mehr Stärke. Sehr schön. Hab ich noch ein bisschen Hacke? Ich habe einen langen Bogen. Ich habe noch 4 Hacken. Gut, dann schicke ich dich erstmal wieder zurück. Damit du den da jetzt erstmal ausschalten kannst. Mit einem Crit. Der hätte es auch früher machen können. Okay, das heißt, ich kann die jetzt... Wie weit kommst du eigentlich? 5 Schritte, ne? Oder 4 sogar, es ist nur ein Ritter. Halt mal hier. Dann kann ich ihn so ein paar Schritte nach vorne stellen, dann kann er nämlich alle Angriffe jetzt erstmal abfangen, die von oben kommen. Und Level 19 für Natascha. Eventuell werde ich es so machen, dass ich nach dem nächsten, nach diesem Kapitel vielleicht, wenn alle so auf 19 sind, eben mal das eine Level-Up noch mache, dass dann alle mal auf 20 kommen. So. Die Sache ist, du hast 5 Schritte. Nee, du kannst auch nur bis dahin. Du kannst auch nur bis dahin. Das heißt, ich lasse einfach hier stehen. Warum wegbewegen? Eisenschwert. Nimm mal deine Eisenklinge. So. So, und du kannst jetzt anfangen, die Kisten auszurauben. Ein Leitstern! Oh, das ist ja perfekt. Damit fehlt nur noch ein Leitstern. So. Ich weiß zwar nicht, ob er rechtzeitig irgendwo ankommen wird, aber ich schicke ihn mal nach rechts rüber. So, gut ausgewichen. Ach, der war ja schon geschwächt. Habe ich extra für den die Eisenklinge ausgerüstet, damit ich ihm mehr Schaden mache und dann war er schon halb tot. Gut, der geht darüber. 8%. Gut. Und ich kann ihn nicht töten. Auch gut. Das heißt, der bleibt dann auch schön dort stehen. Und der greift dort an. Okay. Ja gut, der wird jetzt... Ah. Gut, das war gerade rein theoretisch ein Schaden von 126. Nope. Ah, oh, sehr schön. Schnittertyp ist weg. Von der Blöd. Auch gut. So, dann kommen jetzt die Magier noch alle. Ja, der macht auch nur 6 Schaden. Okay. Hat er einen Angriff von 17 gehabt? Und ich habe eine Resistenz von 10? Ach, ich weiß es nicht. Ja, gut. Ach, wie süß. Ach nein, du hast aber nicht getroffen. Das ist aber schade. Ja, gut. Der macht 7. Ach so, ja, stimmt. Der mit 6 hat nicht angegriffen, deswegen hat er nur 6 Schaden gemacht. Und da kommen jetzt die Magier. Und du willst auch aufs Maul bekommen. Na guck mal, selbst wenn beide noch getroffen hätten mit 7, hätte sie trotzdem immer noch 2 KP gehabt. Alles wie berechnet. So, Berserker-Typ. Come with me. So Renner-Berserkern. 29%. Ach, gut, nicht getroffen. Und noch mehr Magier. Mit noch mehr Elfenlicht? Natürlich noch mehr Elfenlicht. Und die haben... Was sind die eigentlich hier denn alles? Flux, Luna, Luna, Flux, Flux, Luna. Okay, und der nächste Schatz. 10.000 Gold. Oh, sehr gut. So, du läufst weiter in die Richtung. Wer hat weniger Resistenz von euch? 9, 8. Dann bist du geheilt. Ich kann auch anfangen, hier auf der rechten Seite dem Typen seinen Berserker mal leer laufen zu lassen. Wie weit kommst du? Bis dahin. Auch nur bis dahin. Ne, du kommst sogar eins höher. Wie viel Schaden macht er mir rein theoretisch? Eisenaxt. 5. Okay. Das ist interessant. Mit der Hacke kriege ich mehr Schaden ab. Ach so, weil ich ihn da oben angreife. Ah. Das ergibt Sinn. Kann ich den nicht sogar damit... Ich kann sogar mit der...
Selbst bei der schwächsten Waffe kann ich die Dinge einfach one-hitten. Ah, Moment, ich darf aber nicht zu weit laufen, denn es hat nur 5 Schritte. 5 bis dahin. Und, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Doch, bis dahin kommt sie. Ja gut, dann ist es kein Problem. Dann kann ich sogar bis hier oben hinlaufen. Und die schwächlichen Magier einfach mal umknüppeln. So, du bist... Du bräuchst, glaube ich, das Level-Up noch eher. Das heißt, wir schicken dich mal dahin. Ah, ein Eisenschwert leicht... Oh mein, ich kann mal die Stahlklinge endlich mal hier zu Ende verwenden. Ich denke mal, den ein oder anderen magischen Angriff werden die ja wohl locker überleben. Ich glaube, wir werden für dieses Kapitel echt 4 Parts brauchen. Wobei, bleib mal da stehen. So, auf dieser Seite. Darfst du gerne den Magier da umhauen. Und ich guck mal, wer sich dann alles links noch um die ganzen Magier kümmern darf. Das Schöne ist, bei den Magiern dort kann ich da La Rochelle hinstellen, wie ich möchte. Sie hat eh so eine gute Resistenz. Wenn ich mal so schaue. 13. Kriegt da eh kaum Schaden von. Und ich glaube, ich lasse La Rochelle jetzt hier erstmal so ein kleines bisschen heilen. Und lasse das Lute... Ach, Moment, nee. Nee, ich hätte Tanne heilen sollen, fällt mir gerade ein. Ja, noch mehr Magie, noch mehr Resistenz. Passt. Machen wir es mal anders. Geh du mal dahin. One-Hit. Sehr schön. Mein Elfenlicht ist stärker als ein Elfenlicht. So, auch Level 19 hier. Ich glaube, ich mache das wirklich, dass ich nach dem Kapitel erstmal noch mal ein bisschen im Turm rumlaufe und dort... Mir fehlt immer noch ein... Leitstern. Etwas Glück kann man die da unten in einem Geheimshop kaufen. So, mal gucken. Ich habe die ja nicht gewonnen bekommen. Du hast einen Angriff von 17. 16, 17. Das macht zusammen 20. So viel KP habe ich gerade leider nicht zur Verfügung. Deswegen heilen wir uns eben mal. War nämlich ein kleiner Fehler meinerseits, dass ich vergessen habe, sie zu heilen. Ah, jetzt habe ich den Typen hier vergessen. Ups. Ja, Renak, mach du das. Und Ephraim, bleib einfach hier stehen. Guck dir die Gegend an. Guck dir das Schloss an. Mal gucken, ob auch alle wirklich Tanne angreifen. Ich hätte ja, wenn dann die Eisenlanze geben sollen, um zum besseren Ausweichen. Gut, das geht schon mal daneben. Wie alle was von Tanne wollen. Vielleicht will sie aber nichts von euch. Gut. So, rechte Seite. Wie viel Schaden? 6. 15%. Ach, Ross. Du bist auch schwer zu treffen, wenn es nicht gerade ein Typ mit einem Schwert ist. Ja, dann schauen wir mal, was die beiden Berserker-Typen macht. Der eine müsste jetzt auf Ross gehen, weil der in Reichweite ist. Der probiert es mit Renak nochmal. Oh, das hat wieder nicht geklappt. Ich habe eigentlich noch gar nicht erklärt, was der Berserker-Status überhaupt macht, oder? Dann, ja, wie man es da sagt, wird man zum Berserker und greift einfach alle an, die in der Nähe sind. Ob Freund oder Feind. Und man kann die Einheit halt auch nicht mehr kontrollieren. Was ziemlich beschissen ist. Und deswegen habe ich natürlich die Erneuerung mitgenommen. Von daher räumen wir immer schnell die anderen hier noch aus dem Weg. Es sind jetzt auch keine Verstärkung mehr gekommen. So. Reicht das?
Nehmen wir den Drakospeer. Ich hätte auch einfach die Eisenlanze nehmen können. Egal. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission doch so lange dauern wird. Und die nächste wird auch noch ziemlich lange dauern. Da könnt ihr auch von ausgehen. Die nächste ist ja die große Mission in der Wüste, wo wir auf Erika wieder treffen. Und ja, da haben wir auch einiges zu tun. Gut. Haben wir auf der Seite wieder alles erledigt. So, wie war das jetzt hier? Du kannst wahrscheinlich wieder den da weggrillen. Jo. Und sie kriegt die andere hier auch jetzt weg, ne? Da reicht, glaube ich, sogar die Eisenlanze voll aus. Perfekt. Dann haben wir sogar jetzt so ziemlich alle Gegner bis auf die oben da aus dem Weg geräumt. Jetzt heilen wir erstmal Tanner, bevor sie mir doch irgendwie hier vom Pegasus fällt. Und dann schicke ich Renak jetzt erstmal in Richtung des Geheimshops. Den wir uns dann im nächsten Part mal anschauen. Ich würde sagen, das war's auch von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.